Willkommen zurück zu einer neuen elenden Folge Resident Evil 7 auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz elendig mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Elends-Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, wir müssen nach oben. Keine Reaktion. Okay, die 3 ist es. Ich habe eigentlich die 3 auch ausgewählt, aber naja. Gut, wenn ihr mehr sehen wollt von Resident Evil, das große Finale, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Dauert nur ein Sekündchen. Wurde aktiviert. Und viele Leute sind durchgedreht, weil ich Zoe genommen habe. Ich habe ja gesagt, im ersten Durchgang habe ich Mia genommen und jetzt nehmen wir halt mal das schlechte Ende. Jetzt nehmen wir halt mal das Zoe-Ende. Die alten Videos kann man sich ja auch angucken, wenn man das andere Ende sehen möchte. Dass die Leute immer gleich so aggressiv sind. Hat aber mal... Ist doch alles gut, Leute. Bitte. Stuhlt euch nicht ein. Alles wird gut. Alles wird gut. So, wir haben hier noch ein bisschen Gluck, Gluck, Gluck. Säure! Ja, Säure. So, Bomben. Wo haben wir die Bomben? Oh, okay, unten. Wir haben hier oben nochmal Säure. Schimmelmann. Aber natürlich. Aber natürlich, Mr. Schimmel. Egg Mac Schimmel. Oh, ich hasse diese Schimmel-Dudes. Die werde ich echt nicht vermissen. Sei bitte tot. Wie sie auch immer noch auf dem Boden so rummachen müssen, als würde... Keine Ahnung. Als würde noch der Lebenssaft in ihnen schlummern. So, wo müssen wir hin? Hier müssen wir hin. Von der anderen Seite verrammelt und vergammelt. Aber wir können hier noch einen reinkluckern. Gib mir Munition. Noch mehr Bomben. Na gut, dann eben noch mehr Bomben. Dann sagte ich Munition. Ich meinte natürlich, gib mir noch mehr Bomben. Okay, warte. Hier ist noch mehr Schimmel. Guck mal, ich leg hier eine Bombe für dich hin. Wo ist die Bombe? Hier. Hier ist der Schimmel. Okay, der kann hier nicht durch. Dann nehme ich meine Bombe wieder mit. Dann bleib halt da drin. Du alte Gammelbirne. Okay, hier komme ich nicht durch. Warte mal. Hier ist noch ein Raum halt, ne? Komme ich da irgendwie ran oder ist der... Nee, ich glaube, der ist mit dem Schimmel voll. Da geht nichts mehr. Dann sprinten wir mal hier durch. Flop. Donde ist der Mr. Schimmel? Okay, kommt hier nochmal Schimmel. Verdammt. Sie ist oben. Alan, mach keinen Schmuh. Alan? Alan, wo zur Hölle bist du? Cool, keine Reaktion von Alan. Warum man hier eine Truhe hingesetzt hat, werde ich auch nicht verstehen. Okay, warte, sie ist oben. Wie komme ich nach oben? Ich muss da irgendwie die Tür aufmachen. Irgendwelche Vorschläge, kreative Ideen sind willkommen. Also doch da rein, wo der Schimmelmann ist. Wahrscheinlich ist da noch irgendwas drin. Okay, Mr. Schimmel. Where are you, Mr. Schimmel? Er sagt bloß, er kommt nicht mehr. Weil hier können wir durch. Na gut, dann halt nicht. Dann halt nicht, Mr. Schimmel. Wenn er nicht will, dann eben nicht. So, warte mal. Liegt hier noch irgendwas rum? Mal lieber ein Messer nehmen. Nee. Alright. Okay,
hier oben. Aber ich gehe trotzdem ganz kurz hier hin. Weil vielleicht, eventuell, könnte hier was liegen. Oder auch nicht. Zumindest sehe ich nichts. Ne, hier scheint nichts zu sein. Er hat alles wieder übersehen. Er kann das Spiel nicht mehr durchspielen. Ja, ich weiß. Ich weiß, Leute. Dieser Kommentar, der begleitet mich durchs ganze Let's Play. Alles übersehen. Eigentlich quasi nicht mehr durchspielbar. Ja, beruhigt euch. Beruhigt euch. Wir wissen's. Kann man eigentlich gar nicht mehr durchspielen. Ich habe eine Münze übersehen. Und irgendwo ein Kraut. Das war Schlüsselkraut. Glaubt mir, ich habe Ahnung. Voila. Mein Onkel Yusuf hat ohne Messer nur mit Kraut in der Hand durchgespielt. Ja, Yusuf ist aber auch der Oberskiller. Onkel Yusuf, der kann alles. So. Ich nehme lieber mal wieder hier ein Messerchen. Oh nein, Alan. Alles gut? Wie bist du hergekommen? Wo ist Evie? Sie ist außer Kontrolle. Ohne ihre Behandlungen wird sie verfallen. Gut, dass ich schon sterbe. Sag sowas nicht. Dir vertraut sie. Das kleine Miststück. Nee, hat sie. Okay, warte. Evie, nein, Evie! Evie! Alan, hör zu! Ich hab sie so gemeint! Sie versucht, die Kontrolle zu übernehmen. Du musst sie bekämpfen! Evelyn, stopp! Hör jetzt auf! Gib ihm doch eine Kugel, verdammt! Hallo, Mutter. Papa wollte nicht spielen. Jetzt müssen wir spielen. Ich hasse die Kleine so sehr. Badabims, badabums, jetzt bist du infiziert und gehörst ihr. Jetzt gehörst du ihr. Aber ich kann auch Mia nicht sonderlich gut abhaben. Also Mitleid habe ich mit Mia nicht so wirklich. Ich glaube auch im nächsten Teil werden wir vieles Schmutziges über Mia erfahren. Weil über sie wissen wir so wenig. Wir wissen nicht mal, wie sie zu dem Ganzen gekommen ist, zu dem Job und so. Das ist alles so im Dunkeln noch. Und ich wette, im nächsten Teil, wenn wir dann in ihr dubioses Heimatdorf gehen, dann kommt der ganze Dreck, der ganze Schmutz über diese Frau. Das war falsch, aber ich will dir nur eins sagen. Wenn dich dies erreicht, such mich nicht. Vergiss, dass du mich je kanntest. Hab ein gutes Leben. Okay, Moment mal, das hat sie hier drin aufgenommen, aber am Anfang wird ja dieses Video abgespielt, ne? Dieses Such mich nicht. Und da haben wir keinen Alarm im Hintergrund. Ich kann mich zumindest nicht an den Alarm erinnern. Ihr? Bedeutet das, sie hat das alles ohne Alarm aufzeichnen können? Wir werden für immer zusammen sein. Ah!
Weil die krasse Rendersequenz, die da Capcom rausholt, ist man gar nicht gewohnt. Weil normalerweise machen die das eher selten, ne? Was ja schade ist, denn die sehen eigentlich ganz cool aus. PlayStation 5 halt, ne? Die schnellsten Ladezeiten der Welt. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, die Xbox, die macht das so viel besser. Erinnerst du dich jetzt? Ja, Evelyn. Ich erinnere mich. Können wir eine Familie sein, wie vorher? Nein, Evie, wir können keine Familie sein. Wir waren nie eine Familie. Wir werden das nie sein, eine Familie. Dann brauche ich dich nie mehr. I. Einfach nur I. Dieses kleine Dreckskind. Pfui. Dann brauche ich dich nicht mehr. Kiki, kiki, kiki. Mit den Schrank hier hingestellt, der ist neu. Irgendeine arme Sau musste hier einen riesigen Schrank hinstellen. Jemand hat den Inhalt mitgenommen. Muss vorgeben, sie Probe in den Behälter. So. Eben gerade wurden meine Downloads gespoilert. Gibt's ja nicht. Aber ich habe immer noch keine gescheite Waffe. Wenn jetzt der Schimmel kommt, bin ich ja immer noch komplett hilflos. 9 Schuss gegen Schimmel, vergiss es. Er ist wohl kaputt. Tja. Scheint wohl so. Okay, hier brauche ich wieder Säure. Aber wir haben keine, ne? Nee. Mann, wir haben alles verloren. Ist voll ätzend. Okay, von da sind wir gekommen. Da hat sie mir gesagt, sie braucht mich nicht mehr. Na, gehen wir mal hier hin. Ups. Okay, hier fehlt mir auch irgendwas. Aber es gibt eine Leiter. Ja, wir wissen es ja. Mann, ich krieg hier... Ich spoiler mich hier selbst. Das Runterladen hat ewig gedauert. Das Spiel ist verdammt groß. Und ich habe gedacht, hey, mal auf der PS5 ausprobieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt hier auf einmal so schnell geht, wenn ich spiele. Den ganzen Tag am Runterladen von dem verdammten riesigen Spiel. Okay, hier liegt nix. Der Kasten hier ist tot. Ich brauche halt eine Knarre, sonst habe ich keine Chance. Au. Gib mir eine Knarre, hä? Vielleicht funktioniert er noch. Das ist Qualität, ha? Wie geht's? Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Unterstes Deck. Der Ethan. Leg eine Hand! Hör auf, Evelyn! Verdammte Halluzination! Wo ist sie? Die Alte ist tief in deinem Kopf drin. That's the problem. Geil, Schießpulver. Ich brauche eine richtige Waffe. Was habe ich denn eingesammelt? Ah, Chemie. Cool, ein leerer Spind. Genau sowas brauche ich jetzt. War hier noch irgendwas? Ich weiß es gar nicht. Warte mal, auf der Seite noch ein bisschen rumlatschen. Ab und zu liegen die ja wirklich hier so am Geländer oder an einem Fenster. Items können überall sein. Nicht wahr, mein Freund? Er hängt hier rum. Er genießt es. Mr. Hangman.
Okay, kann ich hier rein? Oh, der Captain. Der Captain hat doch bestimmt eine dicke Knarre. Karte des Schiffes. Kreuzschlüssel. Da, genau das brauche ich. Genau das brauche ich jetzt. Okay, warte mal. Wo geht's hier lang? Wieder in die, ja, Kommandobrücke. Und wir bekommen Kraut. Ja, Kraut ist eigentlich auch immer gut. Müsste der ganze Schimmel nicht irgendwann mal tot sein. Ich höre hier einen Bobblehead. Meine ich zumindest, oder? Eben habe ich doch irgendwas gehört. Irgend so ein Klackern. Ah, hier. Haben wir ein Messer? Nö. Kling, 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 kling. Kling, 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 kling. Mia ist echt verdammt stark, ne? Reißt sie hier die Tür auf. Die Bärenmama. Boah, wenn ich da runterspringe, bin ich auch RIP. Ich glaube, ich muss oben rum. Kann ich oben rum? Moment, von wo bin ich gekommen? Bin ich nicht irgendwie... Ich bin verwirrt. Warte. Da geht's runter. Brücke. Anscheinend muss ich da wirklich runter. Bin ich tot? Nee. Mir geht's gut. Fallschaden gibt's nicht. Oh nein, ich höre schon den Schimmel. Louis, das Kabel ist komplett durchgeschmort. Wir hatten zwar ein Ersatzkabel, aber damit mussten wir schon etwas auf der Krankenstation 3F reparieren. Du musst Dr. Weddle danach fragen. Die brauchen mich unten im Maschinenraum, Nummer 2. Aber ich kann nicht runtergehen, bevor wir das Teil nicht wieder in Gang bekommen. Hier wurden Sicherungen gemopst, das alte Spiel eben. Okay. Okay. Okay, wir gehen mal hoch. Moment, hier waren wir doch schon. Okay, wir müssen runter. Aber jetzt ist Licht an. Davor war hier kein Licht. Flupp. 1F. Schwuppsdidu. Waren wir hier schon? Moment, hier waren wir schon. Dann heißt es, wir müssen doch. Was ist los? Was ist los? Wir müssen doch erstmal in die Mitte. Oh, da liegt ein Messer. Yes! Trotz allem ist der Schimmel einfach zu stark. Abteilung für Spezialeinsätze. Leiter Alan Droney und Fürsorgerin Mia Winters. Okay, das haben wir schon gelesen. Aber jetzt sind hier wieder Sachen drin. Säure! Okay, hier ist die Truhe. Jetzt ergibt die auch ein bisschen Sinn. Mr. Schimmel? Okay, Mr. Schimmel ist weg. Ist er weg? Noch eine Bombe. Ich muss hier echt gut mit Bomben spielen. Weil Bomben sind ganz nice gegen die. Entriegelt. Aha. Okay, Moment. Wir schauen uns erstmal hier um. Also, hier müsste dann eigentlich zur Küche und alles wieder gehen. Speisesaal oder was es war. Aber wer hat hier wieder Sachen hingelegt?
Welch armer Mann. Oh, ich erinnere mich noch an so ein Bilderrätsel. Das müsste eigentlich auch demnächst mal kommen. Super. Bombe. Oh nein! Na, ich hab gedacht, der läuft da hinten durch. Jetzt, das war's. Das ist nicht gut. Du brauchst nämlich jede Bombe in dem Spiel. Oh, gar nicht gut. Ah, komm. Gib mir ein wenig von dem wundersamen Wunderwodka. Huh. Sieh mal, die Schimmelwolke hat sich so ein bisschen aufgelöst. Ich finde so viel Munition fürs Gewehr, aber ich nicht besitzen dieses Gewehr. Ich nicht haben. Nix Gewehr. Okay, wir müssen Heilung herstellen. Derzeit das Klügste, was wir tun können. Und hier drüben die Kojen aufätzen. Ja, da knutscht mir doch die Eier. Na komm. Na komm, kleiner Schimmelmann. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Und perfekt. Gut. Ha. Was haben wir hier? Hier geht's nach oben. Waren wir hier schon? Das Schiff ist verdammt groß. Der alte Tanker. Oh oh. Ich höre Böses im Busch. Geht das auf? Yes. Ein Dietrich! Irgendwo brauchten wir einen Dietrich. Irgendwo war was. Und Bobbler. Kleiner Mr. Bobbel. Au. Okay, wie viele Bomben haben wir? Zwei. Gehen wir mal hier rein. Oh! Holy Moly, kommst du hier raus? Scheint nicht. Stuhl, Mann. Stuhl. Okay, Säure rein. Etz, etz, etz. Das ist gut. Yes. Knarre ist uns sicher. Mal auf hier den Laden. Mal auf die Bude. Noch eine Bombe. Irgendwas Spannendes hier drin. Weil mit mir kannst du wirklich alles brauchen. Komm nicht rein, weil der Schimmel da irgendwie so... so nervig rumlungert. Gibt's überhaupt irgendwas Spannendes? Das ist eine Mikrowelle. Das nehme ich mal mit. Da hinten können... eventuell noch was sein. Ich glaube, wir gehen erstmal wieder hier hin. Ich hole mir jetzt erstmal die Waffe vom Captain. Des Captains alte Knarre. Gehen wir den Weg? Dann komme ich hier wieder in die Kommandobrücke rein. Oh Gott. Nicht die, nicht die. Oh nein, 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 nicht einer von den Schnellen. Hey, Speedy!
Hey! Komm her! Folgt mir nicht. Hey, Speedy! Das gibt es doch nicht. Macht alles und nicht, was er soll. Hey, du! Ich hab dir in dein komisches... Nein, ich hab nachgeladen. Ey, Kumpel. Ja. Müsste erledigt sein, oder? Alright. Jetzt gleich bin ich ja eh bewaffnet. Dann wird das Leben ein wenig angenehmer. Kommen wir endlich hier raus. Dankeschön für diese wundervolle Waffe. Komm schon. Sei tot, Schimmelmann. Sei tot. Okay, wir sind bewaffnet. Uns geht's gut. Jetzt müssen wir wohin? 3F. 3F. Wow! So, 3F. War das 3F? Krankenstation 3F. Sicherheit, Steuerraum, Dusche. Wie komme ich in die Krankenstation da hinten? Das bedeutet aber, ich bräuchte wieder Säure. Ich aber nix haben Säure. Nix. Säure nix. War hier noch der Koffer, den wir aufmachen können? War der hier? Sag mir, dass da Säure drin ist. Und darin befindet sich eine antike Münze. Wow. Ist der Schimmel? Oh nein, das ist so ein Paralympics-Schimmel. Okay, er ist tot und ich schieße noch weiter, weil, ja, ich dachte, er spritzelt noch ein bisschen. Ja, ich... Bist du jetzt tot oder was ist da los? So, Schießpulver. Na gut, Freunde. In der nächsten Folge geht's weiter mit diesem widerlichen alten Tanker. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zusehen. Lasst eine alte, widerliche Bewertung da. Macht einen alten Mann glücklich. Nämlich Quantum, der freut sich über sowas. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen und tschüss!